Und zwar mit dem werten Resident Evil 3, wo ich mich persönlich ja ein bisschen zurückhalten muss, denn ich habe es nach wie vor nicht gespielt. Woran liegt das? Das kann ich ganz klar sagen. Das liegt an der ganz, ganz bösen Zensur, die es hierzulande gab. Resident Evil 3, also meine Meinung mal vorneweg, ich persönlich habe normalerweise nichts dagegen, wenn ein Spiel zensiert wird, wenn jetzt kein Blut fließt oder oder keine Gliedmaßen rumfliegen, damit kann ich leben, aber bei Resident Evil 3 war es ja wirklich so, wenn man da die Zombies angeschossen hat, das sah so aus, als hätte man ihnen ein bisschen Staub abgeklopft und wenn sie dann tot gehen, dann muss man nicht erst überlegen, oh Gott, kommt da jetzt eine Blutlache, ist der Zombie wirklich tot? Nein, in der deutschen Version blinkt er dann sehr auffällig und verschwindet dann. Und das ist doch für mich ziemlich atmokillend. Deswegen habe ich das damals als als Jugendlicher habe ich das nicht gespielt, weil das wäre mir zu blöd gewesen. Mittlerweile, mit meinen Englischkenntnissen würde ich es mir natürlich zutrauen, dass ich einfach die englische Version spiele. So, jetzt habe ich auch genug darüber gequatscht, jetzt die Frage an euch. Diese Zensur, ist das kann man das ertragen? Führe da ich mich jetzt nur auf? Oder ist das wirklich zu übertrieben, weil gut, Capcom wollte unbedingt nach Resident Evil 2, nach dem Desaster, natürlich den deutschen Markt mitnehmen. Man muss das natürlich auch von wirtschaftlicher Seite sehen. Aber jetzt, ihr als Spieler, könnt ihr das verstehen oder ist das zu extrem zensiert? Wie meint ihr das? Also ich finde, es wird zu extrem zensiert, also ja, das sieht eher aus wie so ein Rollenspiel, wo man die Gegner umkloppt und dann verschwinden die so und dann Level up, ne? Also, noch nicht mal Erfahrungspunkte für die Viecher, ne? Ja. So ein Scheiß. Na, da würde ich mir lieber die englische Version holen, auch wenn man kein Englisch kann. Ja. Warst du fertig? Ja. Ja, also ich finde es natürlich auch scheiße, ganz ehrlich. Und ja, sorry für das Wort. Nee, aber zu Recht, ja. Nee, aber damals, ich habe es damals trotzdem gespielt, weil es einfach Resident Evil 3 war und ich wollte es einfach spielen unbedingt. Und gut, damals, ich weiß gar nicht, wie das damals war. Ich hätte da auch wahrscheinlich schon irgendwie die andere Version, allerdings nicht so einfach wie heutzutage, bekommen können. Und hab's aber, soweit ich weiß, in der deutschen Version gespielt und ja, es hat mir trotzdem Spaß gemacht, war ganz klar. Nur, das war schon, wie du schon sagtest, tatsächlich, also die Atmosphäre hat's doch recht deutlich gestört teilweise. Das muss man schon sagen. Und ja, also das haben sie wirklich übertrieben. Ich denke mal, wenn sie jetzt nur das Blut weggelassen hätten, da hätte wahrscheinlich auch schon gereicht, damit es nicht indiziert wird, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber naja gut, sie wollten halt auf Nummer sicher gehen und ja, dann ist es halt so passiert. Ja. Ich muss gestehen, dass ich Resident Evil, also die Reihe an sich, mit Teil 3 kennengelernt habe. Es war mein erstes Resident Evil. Ich habe das Spiel, ja, die deutsche Version so kennengelernt, bin so eingestiegen und habe erstmal gedacht, das gehört sich so natürlich. Also auch eins meiner ersten PlayStation-Spiele, wo ich gespielt habe. Und ja, als ich dann natürlich die anderen Teile nachgeholt habe, da habe ich dann erstmal gemerkt, ey, der Witzka, das geht ja gerade auch ganz anders. Also zensiert ist wirklich die Atmosphäre ganz anders als ungeschnitten. Das kann man nicht abstreiten. Ja, mittlerweile, wenn die PC-Version hat, kann sich ja nach einem Blutpatch umschauen, da gibt's mittlerweile was, aber ja. Wie gesagt, da ich es so kennengelernt habe, kann ich mit der Zensur leben. Ich kann so damit spielen. Okay. Jetzt mal davon abgesehen, wir werden jetzt mal diese Zensur, diese Zensierung mal total ausblenden. Ich kenn's ja nicht, den Teil 3. Dennoch höre ich von vielen, dass Teil 2 besser ist. Also, wenn ich mit jemandem rede, der Resident Evil kennt, der lobt immer Teil 2 in den Himmel. Ich kenne ja den dritten nicht. Ich frage jetzt einfach mal euch, warum ist Teil 3 anscheinend schlechter? Jetzt mal komplett von der Zensur abgesehen. Ist es denn storytechnisch oder gameplay-technisch? Was ist daran nicht so gut, wenn ihr das überhaupt so empfindet?
Ja, dann sage ich nochmal was. Ich denke mal, das, was ich vorhin schon gesagt habe, kein zweiter Charakter und weniger Wiederspielwert. Zum einen, zum anderen, was viele auch sehr nervig empfanden, obwohl es eigentlich ja nicht so schlecht ist, war die ständige Verfolgung durch diesen Nemesis. Also ähnlich wie bei dem Golem in der B-Mission. Da wird man ja quasi ständig von dem verfolgt und taucht immer wieder auf. Und ja, das hat, glaube ich, einige Leute fanden das nicht so gut. Also viele, glaube ich. Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, es hat ja auch irgendwie was. Man hatte also immer einen ziemlichen Schiss vor dem. Und ja, storytechnisch, ich muss sagen, ich habe es ja, wie gesagt, auch nur einmal gespielt, logischerweise. Und es ist ja ewig her. Also ich habe jetzt weiß gar nicht mehr so viel von der Story. Natürlich ist klar, die Story, es spielt, ich glaube, es fängt an mit geschichtlich vor Teil 2 und spielt dann aber später auch noch zeitlich nach Teil 2. Und man spielt ja Jill Valentine, die eben ja aus der Stadt entkommen muss. Und dann, ja gut, die trifft natürlich auch Resident Evil technisch auf einen anderen. In dem Fall ist es so ein Typ von Umbrella, so, der da Leute retten soll. Carlos Oliveira. Und den kann man auch einmal spielen. Von daher ist das eigentlich beibehalten, was sie auch in Teil 2 schon gemacht haben. Auch keine schlechte Sache. Ja, sonst kann ich mich an so viel gar nicht mehr erinnern. Natürlich Monster und so. Sie haben da auch eine Neuerung eingebracht. Ich will die jetzt mal nicht, diese eine Neuerung mal nicht erzählen. Hat was mit den Munition zu tun. Ich denke, die beiden anderen wissen, was ich meine. Ja. Vielleicht einigen wir uns darauf, den John das mal nicht zu erzählen, dass er vielleicht später nochmal, wenn er das macht, überrascht wird. Ansonsten, ihr könnt ruhig spoilern. Also das, ja, nee, aber ich fände das ganz nett, wenn wir das jetzt nicht spoilern würden. Ist nur mal mein Vorschlag. Das war also eine sehr interessante Idee, die sie da noch hatten. Und von daher eigentlich nicht schlecht. Was da jetzt sonst noch so zu bemängeln wäre, außer das, was ich gesagt habe, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Also ich fand auch das Ende. Ich denke, John, das wirst du wahrscheinlich wissen, weil du sicherlich auch mal was drüber gelesen oder gehört hast. Und du weißt es ja auch aus den späteren Teilen. Am Ende wird halt Raccoon City in Schutt und Asche gelegt, auf Deutsch gesagt, von Raketen. Und das fand ich eigentlich ein ziemlich cooles Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat mich damals ganz schön geschockt, muss ich sagen. Und ja, von daher. Jo, dann bin ich fertig. Weitere Meinungen? Ja, mache ich halt wieder weiter. Also, mein größter Kritikpunkt an Teil 3 wären die Charaktere. Die sind nämlich durchweg alle ziemlich, ja, wie soll ich sagen, platt und es ist nicht so ein persönlicher Bogen, den man zu den Charakteren spannen kann. Es ist wieder mehr so militärisch gedrillt und es ist noch, die Story ist noch unpersönlicher als jetzt da die Beziehungen aus dem ersten Teil, wie zum Beispiel Jill und Barry. Okay. Die, ja, das ist mein größter Kritikpunkt, aber trotzdem, die Story hat ihren Reiz und das Spiel hat auch Wiederspielwert, denn je nachdem, wo man in der Stadt, also spielt in Raccoon City und je nachdem, wo man zuerst hingeht, kann sich die Story verändern. Es gibt auch zwei Endings zu erreichen. Mhm. Also Wiederspielwert ist schon da, aber trotzdem, die Story bleibt verdammt platt und flach und ja, das ist mein größter Kritikpunkt. Die Neuerungen an sich sind in Ordnung und Flair passt auch, aber trotzdem, die Story ist ziemlich schwach. Ja, das stimmt. Das Einzige, was ich ja von dem dritten Teil weiß, was da so ein bisschen diese Selection-System, ich weiß nicht genau, wie es genau heißt, dass man hier und da eine Möglichkeit hat, einen Weg zu wählen, der dann aber auch ultimativ ist. Also man muss dann diesen Weg gehen irgendwie und muss mit den Konsequenzen, das könnt ihr auch ein bisschen auf den Wiederspielwert abzielen, oder? Ja, kann man so sagen, aber es gibt auch Entscheidungen außerhalb dieser Selection.
wo auf den Spielverlauf Auswirkungen hat. Okay. Kurze Zwischenfrage, bevor jetzt der Pianist dran ist. Ist es nicht so, weil ich, wie gesagt, ich habe es ja auch vergessen, dass man eigentlich immer nur auswählen kann, ob man vor Nemesis flieht oder eben nicht? Oder sind da noch andere Möglichkeiten gewesen? Es gibt da noch andere Möglichkeiten. Ich kann das mal ein Beispiel nennen. Du hast zum Beispiel, na, meistens ist die Wahl zwischen ja, Flucht oder Reaktion. Also das ist aber immer auch in anderen Konstellationen. Manchmal mit Zombies, manchmal mit Nemesis, manchmal mit anderen Monstern. Mhm. Meistens ist da die Konstellation Flucht oder Kämpfen. Ja, genau. Ja. Mhm. Sag ich jetzt einfach mal so. Okay, jetzt bin ich dran. Ja. Ja, was ich nur dazu sagen will, ist ja, wenn man auf einen Nemesis trifft, ich glaube, es gibt zwei Punkte im Spiel, wo man gegen den so, ja, den kann man halt umhauen, so wie diesen Mr. X da aus Teil 2. Da kann man irgendwelche Modifikationen für seine Waffe bekommen, soweit ich mich noch erinnere. Ja. Aber das wirst du wahrscheinlich eh nicht machen, John, ne? Also, du wirst wahrscheinlich die Flucht vorziehen. Woher weißt du das? Wer hätte das gedacht? Also. Ja, also, wenn ich da nochmal einhaken darf, ich habe ja, das weiß, wisst ihr vielleicht noch nicht, ich habe ja bereits angefangen mit Resident Evil 3 Aufnahmen zu machen für das kommende LP. Und da habe ich auch bei der ersten Entscheidung auch als erstes Mal die Flucht gewählt. Aber das interessant, dass du das jetzt sagst, Pianist, dass da auch teilweise was zu holen gibt. Das habe ich nämlich noch in meinem Part gesagt, dass ich das gar nicht weiß, ob man da irgendwie auch was bekommt, vielleicht mal, wenn man den umlegt. Und dann, ich werde das auf jeden Fall vielleicht ein, zweimal machen, das habe ich aber auch schon gesagt. Aber sicherlich nicht immer, weil das geht ja auch stark auf Munition. Obwohl, es ist so, das kann ich ja nochmal eben sagen, weil das habe ich ja selbst schon festgestellt, wegen der Munition. Also ich hatte jetzt, es gibt wohl, wenn man anfängt, einen normalen und einen Easy-Modus, wobei da stand, als ich anfing, Easy und Hard. Und da habe ich gedacht, hä, Moment mal, wo ist denn bitte der Normalmodus? Und dann habe ich natürlich nicht auf Hard geklickt, weil ich mir Hard nicht geben wollte. Da mache ich lieber einfach. Und dann hast du wirklich so ein dermaßen Massen von Munition und in der Kiste am Anfang. Jede Waffe, die man wohl finden kann, ist da schon in der Kiste drin und so weiter. Und auch unendlich Farbbänder. Ja, ich habe das dann mir jetzt, das sage ich dann auch nochmal, aber ich habe das jetzt mir gesagt, ich mache das halt so. Ich nehme halt nur die Pistolenmunition und das ganze andere lasse ich beiseite, weil so einfach wollte ich es mir eigentlich auch nicht machen, wenn ich das vorher gewusst hätte, aber das war irgendwie irritierend, dass da Hard und Easy stand, anstatt Easy und Normal. Weiß ich nicht, was das soll. Okay. Kleine Zwischenfrage, Twinbird. Spielst du das eigentlich mit dem Blutpatch Deutsch oder komplett auf Englisch? Auf Englisch. Okay. Gut, haben wir noch irgendwelche storytechnischen Themen bezüglich Resident Evil 3, wo ich nicht mitreden könnte? Anscheinend nicht. Nee, mir fällt jetzt auch... mit dem nächsten weiter, weil Resident Evil 3 ist langweilig. Okay. Oh, komm, so schnell müssen wir auch wieder nicht. Naja, also man muss es auf jeden Fall gespielt haben, wenn man Resident Evil Fan ist, und deswegen sage ich das auch nochmal zu John. Spiel es irgendwann und du musst das, also als Resi-Fan musst du es gespielt haben, definitiv. Allein fürs Ende lohnt sich das, also. Ja. Ich werde es auf jeden Fall noch spielen in Form eines Let's Plays, also das ist schon mal sicher. Aber bevor wir zum nächsten Teil gehen, noch eine Frage hätte ich zum Teil 3. Denn Resident Evil 3 ist ja auch das letzte, das jetzt mal von der technischen Seite auf diese vorgerenderten Hintergründe abgezielt hat. Ihr wisst das sicher, diese eigentlich sehr schön gezeichneten oder gestylten Hintergründe
von Teil 1 bis 3, die man da sieht. Jetzt mal im direkten Vergleich zu Silent Hill 1, was ja in Echtzeit programmiert wurde, was ja meiner Meinung nach deutlich, ja, jetzt kann man sagen, der Nebel ist bei Silent Hill eine Atmo-Verstärkung, für mich ist es einfach nur eine technische Reduzierung. Aber jetzt davon mal abgesehen, wie findet ihr diese vorgerenderten Hintergründe? Man kennt es ja auch bei Final Fantasy 7 bis 9, sage ich mal, vorgerenderte Hintergründe. Ist das so ein Stilmittel, das euch zusagt, oder findet ihr so eine Echtzeit 3D besser? Es kommt ganz drauf an, würde ich sagen, also wie es gemacht ist. Nicht? Wie du ja schon sagtest, bei Resident Evil ist es überwiegend sehr gut gemacht. Meiner Ansicht nach auch zumindest. Und wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Was natürlich eine andere Geschichte ist, dieser Vergleich, den du eben kurz zu Silent Hill gezogen hast. Natürlich, natürlich sieht das bei Silent Hill gruseliger aus. Vielleicht nicht nur, aber vielleicht auch, weil es eben, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt schlecht sagen. Und dieser Nebel, gut. Aber wie gesagt, also ich finde es vorgerenderte Hintergründe zu der Zeit waren sie ja wohl auch nötig, weil das andere ja technisch schwieriger war oder weiß ich nicht, ja, mehr auf dem, da kenne ich mich jetzt nicht aus, also das hat wahrscheinlich auf die RAM oder auf die CPU oder was auch immer mehr geht, keine Ahnung. Jedenfalls, heutzutage macht es natürlich, glaube ich, keiner mehr, so, oder? Gibt es da noch irgendwas? Wüsste ich jetzt nicht. Also zu der Zeit passend und finde ich auch in Ordnung. Also, ja. Ich finde vorgerenderte Hintergründe eigentlich vollkommen okay. Ist eine, ich sag mal, einfache Methode, um viele Details mit wenig Speicherplatz reinzubringen, weil es ja eigentlich nur Bilder sind, die da abläuft. Mhm. Und ja, ich finde es okay, damit lassen sich diese Resident Evil, zumindest vom klassischen Gameplay her, typischen Kameraperspektiven doch recht leicht realisieren. Und ja, es, ich glaube, ohne die vorgerenderten Hintergründe hätten wir ein ganz anderes Resident Evil bekommen. Also dann hätte es wahrscheinlich diese ganzen Kamerawinkel nicht gegeben. Mhm. Von daher finde ich es sehr gut und möchte auch mal anmerken, dass auch das GameCube Remake von Resident Evil 1 und Resident Evil 0 noch diese Technik verwendet. Okay, das. Da sind das wusste ich jetzt nicht, okay. Ja. Das hat man beibehalten. Sehr schön. Okay, Pianist, noch eine Meinung dazu? Ich kann dazu nichts sagen, ne. Okay, dann wechseln wir definitiv zum nächsten Spiel. Das ist mein persönlicher Lieblingsteil und da wurde definitiv von diesen vorgerenderten Hintergründen abgesehen. Da wurde alles in Echtzeit gerendert. Dennoch wurde das altbewährte Gameplay und so weiter beibehalten bei Resident Evil Code Veronica. Mein aktuelles Let's Play, das, wenn ihr das wahrscheinlich hört, gerade fertig geworden ist. Ja, mein Lieblingsteil aus der gesamten Serie, definitiv. Code Veronica. Bevor ich irgendwelche spezifische Fragen stelle, wie findet ihr das Game? Wie findet ihr die Story? Wie findet ihr es? Wenn ich jetzt mal anfangen darf, ne? Aber sicher doch. Das war das beste Resident Evil, was ich jemals gespielt habe. Gut, das war meine Meinung dazu. Kurz und knapp. Und absolut zu Recht. Ja, fange ich mal an, okay. Also, es stimmt schon, es ist ein sagenhaft guter Teil. Wahnsinnsumfang, da kann kein anderer Teil mithalten. Und auch Charaktere wieder unglaublich gut gelungen. Tolle Atmosphäre. Ja, einfach, man kann sagen, perfekt. Ja, guter Teil. Ja, sehe ich auch so. Ich habe es jetzt auch nur ganz gut im Kopf noch wegen deinem LP, John, weil sonst war es auch schon zu lange her. Und aber also wirklich
ja, ein Monster sozusagen, also das Monster unter den Resident Evil Spielen vom Umfang her. Ich weiß nicht, ich würde sagen, das kann man zwar jetzt schlecht vergleichen, aber eigentlich nimmt das, glaube ich, auch mehr Zeit in Anspruch als Resident Evil 5, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Resident Evil 4 weiß ich jetzt nicht, aber es ist wirklich, ja, auch die vielen Charakterwechsel. Also da wechselt man ja wirklich mehrmals den Charakter. Und das ist, ja, das finde ich sehr gut daran. Und wie gesagt, die Atmosphäre und die ganze Story ist ja sehr gut durchdacht, teilweise wirklich auch sehr krank, ja, was natürlich dazu passt. Und es ist natürlich auch das schwerste Resident Evil meiner Ansicht nach. Und deswegen habe ich es damals auch, glaube ich, weiß nicht, also zumindest, ich weiß nicht, ich habe es zweimal gespielt, einmal auf Dreamcast und später nochmal auf der PS2. Also ich weiß, dass ich auch sehr weit gekommen bin, auch so weit wie du jetzt gerade bist, nicht ganz so weit, glaube ich, aber auf jeden Fall auch schon mit Chris und so weiter. Aber irgendwann, glaube ich, habe ich da damals das Handtuch werfen müssen. Deswegen, ich müsste das auch nochmal irgendwann machen, aber jetzt im Moment habe ich jetzt erstmal dein LP und dann, naja, vielleicht später nochmal. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach hammermäßig. Ja. Absolut, ja. Also Code Veronica, was mir halt persönlich sehr gut gefällt, ist, dass es diesmal wirklich zum ersten Mal ein bisschen weg von diesem Umbrella-Konzern geht. Es ist nicht mehr so, ja, es wird nicht mehr so dieser Konzern im Mittelpunkt. Es ist mehr diese Familie, diese Ashford-Familie, und die ja durch und durch krank im Kopf ist, definitiv. Aber allein deren Geschichte und so, das finde ich einfach irgendwie packender, als wenn es um irgendeine Firma geht, die jetzt irgendwelche Superwaffen erfinden möchte. Gut, das war ja bei Code Veronica letztendlich auch so, aber ich weiß nicht, das wurde einfach besser erzählt. Der Erzählstil, der hat mir viel besser gefallen. Auch die Musik und diese kranke Geschwisterliebe und so, das ist einfach so diese Mischung. Das, womit man eigentlich nie gerechnet hätte bei einem Resident Evil, wo man doch jetzt in den ersten Teilen mit so einem, ja, man war da so gewohnt drauf, jetzt kommt wieder das und man muss wieder da und am Schluss ist das Labor und so weiter und so fort. Aber nee, bei Code Veronica, da wurden wirklich mal ein paar neue Hürden genommen und hat mir extrem gut gefallen, also wirklich. Ich persönlich kenne ja nur die PlayStation 2 Fassung, das ist ja diese X-Version, beziehungsweise ich spiele ja jetzt die PlayStation 3 Fassung, die ja identisch mit der PS2 Version sein sollte. Soweit ich weiß, kann Slayer oder ich, was ich auch gerade gehört habe, Dreamer, du hast auch die Dreamcast-Version gespielt. Mhm. Ihr beide könnt da vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, was jetzt die direkten Unterschiede da sind, was ich ja bisher nicht weiß. Ich habe immer nur so Fetzen mitbekommen wie, Wesker ist ja irgendwie integriert worden und aber das war's auch schon. Also ich wüsste jetzt nicht mehr Unterschiede. Ja, Slayer, der weiß sowieso mehr, also ich wüsste auch nicht so viel zu sagen, weil es, wie gesagt, zu lange her ist, also lasse ich das mal Slayer, das zu erklären. Okay, auch gut. Also, ja, so groß sind die Unterschiede nun nicht. Hauptsächlich wurden neue Zwischensequenzen eingefügt, mit Wesker vor allem. Zum Beispiel, ja, die Begegnung zwischen Wesker und Claire ist neu und das längere Ending. Das sind die größten Unterschiede. Dann, ja, ich glaube, Steve hat noch eine neue Frisur bekommen. Super. Und die Begegnung zwischen Wesker und Alexia läuft anders ab. Ach so. In der Dreamcast-Version kriegt Wesker ordentlich die Hucke voll, dass er flüchtet. Und ja, in der X-Version hält er sich tapfer und schlägt zurück. Also, ja. Ist schon ein gewisser Unterschied, warum dass sie jetzt das so gemacht haben, keine Ahnung. Aber ja, die neue Version passt auf jeden Fall. Gab es denn auch diesen Chris Wesker Endkampf am Schluss oder ist das auch neu? Das ist neu. Okay. Im normalen, Boss down, Chris rennt
zu Claire und die hauen ab. Ende. Okay, gut. Ja, habe ich mir fast gedacht. Interessant. Ja. Man merkt auch den Grafikwechsel zwischen dem normalen Ende und dem Wesker-Kampf. Ja, und das, was da in Spielgrafik noch dargestellt ist, halt dieser Wesker-Kampf, das ist das Neue. Also, ja, ich hab damals, ich war so neidisch auf die Dreamcast. Ich habe mir immer gedacht, ich brauche die Dreamcast nicht. Ich habe meine PS2, aber dieses Code Veronica, das hat mich so gefuchst damals. Bis dann ein Jahr später oder so kam dann die die Erleuchtung, dass dann das gute Spiel auch zu uns kommt, also in meine Händen, und ich war so glücklich darüber. Wurde ja dann auch verboten, da kann man wieder drüber diskutieren, wahrscheinlich wieder wegen diesen zwischenmenschlichen Dingen, bis heute verboten. Ja, hindert uns aber nichts daran, es dennoch zu spielen. Auf der PlayStation 3 ist es jetzt erschienen. Wer einen österreichischen Account hat, der kann sich das schnell für 20€ besorgen, das ist überhaupt kein Problem. Wo wir bei der nächsten Frage dazu wären, HD-Remakes, wie steht ihr dazu? Also Remakes an sich haben wir ja schon besprochen, bei Resident Evil 1, so ein richtiges Remake, das ist schon was Geiles. Jetzt aber einfach nur diese HD-Remakes, die optisch um, ich sag mal, 720p verbessert wurden, findet ihr das gut? Findet ihr das unnötig? Oder was hält ihr davon? Das ist einfach nur Geldmacherei, muss ich jetzt mal so sagen. Also, jetzt kommen Resident Evil Remakes raus, dann kommt Devil May Cry Remake, Metal Gear Solid Remake, ja. Was gibt's noch? Silent Hill Remake. Die machen einfach Remakes, so zack, und die werden dann verkauft und dann haben sie noch mehr Geld. Da kann ich ja recht geben. Also, es ist ja wirklich so, dass gerade was bei der PlayStation 2 rauskam, da kann man anscheinend sehr locker flockig hier die Remakes raushauen, das ein bisschen hochrendern und so weiter. Finde ich ein bisschen schade. Gerade wenn ich jetzt an Silent Hill denke, da machen sie 2 und 3 draus, oder bei Metal Gear machen sie auch 2 und 3. Die Teil 1 jeweils nicht. Warum? Weil es natürlich mehr Arbeit bedeuten würde von einem PS1-Spiel, ist schon klar. Gut, wir sehen das die anderen. Was schon mal stimmt, ist, dass das Element tatsächlich so ein richtiger Renner ist, also dass da alle möglichen drauf aufspringen auf den Zug. Wobei es jetzt nicht, na klar, ist natürlich klar, dass die quasi immer schnell Geld machen wollen, das ist schon logisch. Aber ich würde es jetzt nicht so verteufeln, weil ich finde, es ist jetzt so eine Möglichkeit, also ich sehe es so, dann hat man so ein Spiel, was man auch immer mal wieder vielleicht nochmal spielen wollte, und ja, und dann kommt so ein HD-Remake und dann denkt man vielleicht, na, jetzt ist gerade die passende Zeit, das eben nochmal zu machen. Na gut, das wissen die natürlich auch, da zielen die wahrscheinlich auch drauf ab, vermute ich mal, aber wie gesagt, also ich würde es nicht unbedingt verteufeln wollen. Ich finde die Idee an sich nicht schlecht, und wie gesagt, ich habe bis jetzt noch keins gekauft, aber ich werde wahrscheinlich definitiv diese Silent Hill HD Remake Dingens kaufen. Von daher, gut, wer natürlich jetzt alle möglichen HD Remakes kauft, der spielt den natürlich gut in die Hände. Ja. Wenn ich nur mal kurz darf, das soll wahrscheinlich auch mehr jetzt die jüngeren Leute ansprechen, die wachsen ja jetzt mit diesem HD auf, ne? Ich meine, welcher Jugendliche kauft sich heute noch PlayStation 1 Spiele? Wieso soll ich Final Fantasy oder sowas spielen? So ein Schrott. Wenn sie wahrscheinlich auch nochmal irgendwie eine verbesserte Version rausbringen, dass sie da nochmal an die Jugend hier HD-Fernseher, HD-Spiel, das muss alles HD sein. Das spricht dann mehr die jungen Leute an, ne? Das kann ich, da kann ich ja zustimmen, zumal wenn man jetzt wirklich die jüngste Generation nimmt, die steigt dann wahrscheinlich mit einer PlayStation 3 ein, die würde gerne vielleicht sowas spielen, aber da bräuchte man dann eine PlayStation 2, gut, vielleicht hat man die PlayStation, die Abwärtskompatibilität hat,
so wie ich. Nee, aber manche, die meisten haben das natürlich nicht. Und gut, verständlich, die hätten das gerne und dann kommen halt diese HD-Remakes. Und fast aus dem gleichen Grund kaufe ich mir die auch, weil ich weiß es zum Beispiel bei Silent Hill 2. Ich habe zwar die alte PlayStation 3, aber wenn man da zum Beispiel Silent Hill 2 spielt, da sind so ekelhafte Pixelfehler, die mich dermaßen stören und so. Das nervt einfach, weil die Kompatibilität bei manchen PS2-Games ist nicht so tolle. Und da wünscht man sich dann doch vielleicht eher, also ich hole mir da auch definitiv die HD-Version und die Leute, die es gar nicht spielen können, erst recht. Also ich finde es schon verständlich. Andererseits natürlich auch Geldmacherei, weil, gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber bisher war es ja so, dass diese Konsolen auf die Abwärtskompatibilität abgezielt haben, dass man das früher spielen kann. Das konnte die PlayStation 2 zum Beispiel. Wunderbar konnte man da PlayStation 1 Titel spielen. Warum geht das jetzt mit der PS3 nicht mehr so tolle? Ganz klar, weil der Store für 10 Euro diese Teil 1 Spiele jetzt anbietet. Das ist natürlich Geldmacherei. Ja. Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Klar. Der Store bietet PlayStation 1 Spiele zwar an, aber als PlayStation 1 Spiele wird ja von jeder PS3 unterstützt und die bieten ja keine PS2 Spiele an, also sehe ich da jetzt nicht so ganz den Zusammenhang. Oh, okay, gut, dann habe ich das wahrscheinlich durcheinander gebracht mit den PS2 Spielen, die definitiv nicht bei den meisten Konsolen laufen. Gut, PS1 läuft bei jedem, das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, doch. Ich hätte gedacht, die hätten jetzt die Kompatibilität bei allen abgedingst. Aber das wäre, okay, das wäre jetzt vielleicht eine Zukunftsvision, die ich befürchte, dass der Trend zu Abwärtskompatibilität wahrscheinlich zurücknimmt, weil man eben Kohle machen will mit diesen DLCs für, was weiß ich, dann die ältere Version für 5 Euro oder für 10 Euro. Mhm. Dass halt der Trend damals zurückgeht, was damals noch sehr gefragt war, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung. Ich meine, man sieht es ja jetzt an den PlayStation 2 Spielen. Rein von technischer Seite wäre es ja möglich, aber sie schaffen es anscheinend ab und bieten das lieber so an oder halt als HD-Remake. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wir driften. Ja, allerdings. Entschuldigung. Ich würde allerdings nochmal ganz kurz, Entschuldigung, Slayer, du bist sofort dran. Ich wollte nochmal ganz kurz, ich hatte noch was vergessen vorhin. Und zwar, was ja auch ist, dass bei manchen HD-Remakes machen sie ja doch noch ein bisschen was anderes als nur das HD. Mhm. Zum Beispiel bei dieser Silent Hill Collection, da haben sie ja eine neue Synchronisation gemacht. Ja, aber auch nur, weil sie, soweit ich das gelesen habe, weil sie irgendwie vertragsrechtliche Probleme hatten. Ach so. Sie durften, aus irgendeinem Grund durften sie das alte nicht mehr benutzen, deswegen mussten sie neu machen. Letztendlich kam es dabei raus, dass sie die alten doch benutzen dürfen und deswegen hat man jetzt auf der endgültigen Version zwei Möglichkeiten zur Wahl. Man kann mit der alten oder und mit der neuen spielen. Okay. Ja, aber nur bei Silent Hill 2. Nur bei 2, genau. Bei 3 ist nach wie vor die alte dabei, genau. Ja, dann darf jetzt Slayer. Entschuldigung. Ich habe zu dem Thema eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich finde HD-Remakes gut, da sie alte Perlen, sag ich mal, der heutigen Generation näher bringen. Jetzt nicht nur Resident Evil, Silent Hill, ich denke auch mal an Spiele wie jetzt, Shadow of the Colossus oder ja, was es da noch alles gibt. Ich persönlich freue mich ja auf die Son of the Enders Collection. Mhm. Das ist auch nicht so eine Top-Reihe von Metal Gear Solid-Erfinder. Und ja, dass meine CD ist nicht mehr so ganz taufrisch, also die werde ich mir auch zulegen. Also ja, aus der Seite finde ich die Remakes eigentlich gut, aber da ich die alten Konsolen habe, muss ich immer abwägen, welche Version bekomme ich billiger, das Original oder das Remake. Von daher, ja, ist es mir recht egal, ob sie es machen oder nicht. Stimmt schon, ja. Okay. Sonst noch irgendetwas zu Code Veronica? Ja. Hau rein. Wir könnten nochmal über die Story reden, ne? Also, die haben wir jetzt noch nicht so erwähnt, so. Stimmt schon. So, dass die Zuschauer denken, wir sind hier beim Teleshopping und bieten HD-Versionen an. Könnte man jetzt meinen, in den letzten 10 Minuten, das stimmt schon. Kaufen Sie jetzt, ganz billig. Ja, die Story geht ja um die Ashford-Familie, ne? Die ist ja, fängt ja bei Veronica an und das in
kennst du die Bildergalerie, wo die ganzen Bilder von denen ausgestellt sind? Oh ja. Vom Stanley, vom Thomas, vom Arthur, vom Edward, den Großvater von den zwei Verrückten. Mhm. Und ihren noch verrückteren Vater Alexander, der die zwei irgendwie mit irgendwas erschaffen hat oder so. Genau, ja. Weil die zwei sind ja nicht ganz normal, also besonders Alexia nicht. Die hat ja irgendwie mit diesem Veronika-Ding, ja, die hat sich selbst, ja, die hat sich eigentlich selbst, hat sie sich so da 15 Jahre eingeschläfert und dann mutiert zu einem üblen Monster, das die Welt regieren will. Genau. Ja, und die, jetzt wenn man mal von den ersten, vom Teil 1 bis 3 sieht, es geht ja immer gegen Umbrella, aber dann wird ja irgendwann, fällt ja Umbrella weg und es geht eigentlich um eine größere Gefahr, die von Albert Wesker ausgeht. Und deshalb haben sie Wesker in dieses Spiel eingebaut, um den ja zu pushen so. Es geht, Wesker ist die neue Gefahr. So. Das stimmt, ja, weil so ein Konzern allein, dieser Name war nicht mehr aussagekräftig genug. Das hat man schon früher gemerkt. Sie brauchten einfach diesen Andy-Protagonisten und da hat man richtig gemerkt, da wollten sie Wesker hervorheben. Das war bei Teil 1 noch relativ normal gehandelt. Gut, bei Teil 2 gingen sie wieder andere Wege, aber Teil 3 kann ich nicht mitmischen, aber meiner Meinung nach spielt da Wesker auch eine entscheidende Rolle. Der wurde da dann doch schon richtig zum Andy-Held und ist dann nicht mehr wegzudenken gewesen und ich finde das auch gut so. Also so eine Story, wenn man Helden hat, dann braucht man auch Andy-Helden. Da reicht nicht einfach ein Firmennamen oder sonst was. Ich fand das schon gut gemacht. Ja, die Gründer der Firma sind auch schon sehr alt. Die Firma wurde ja schon in den 50er Jahren gegründet. Die Gründer, die sind Anfang des 19. Jahrhunderts, nee, des 20. Jahrhunderts geboren. Ja, 20. Jahrhundert. Also die in der neuen Zeit, ab 98 hat es ja erst mit diesen Vorfällen angefangen, da waren die schon steinalt. Und, oder manche, einer von denen war sogar schon tot und der andere war, wurde von seinen Kindern da, ne, der Alexander, und hat seinen Vater umgebracht oder, ja, den Edward hat er, glaube ich, gekillt oder so. Und die Kinder haben dann ihn gekillt und, ja, die sind halt alle wegen verrückt, ne. Oh ja, durchweg. Weil Edward und Spencer und Marcus, die waren ja die Gründer von denen. Und von denen lebt ja nur noch der Spencer. Oder jetzt nicht mehr. Aber da kommen wir ja später noch dazu. Das ist ja in einem anderen Teil. Richtig. Der kommt sehr bald, ja. Das hat man sich da schon gut überlegt. Alles gut durchdacht. Also, und ich finde, die letzte Generation der Ashfords setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Wenn ich da jetzt an Alfred und ja Alexia denke. Aber ich glaube, wenn man jetzt da an die Notizen aus dem Spiel zurückdenkt, Alexander, der Erschaffer von Alfred und Alexia, ich glaube, von den ganzen Vereinen war das wohl mit der normalste. Denn ja, er wollte nur das Beste, also er wollte eine Familie, den Ruhm der Familie wiederherstellen, aber ansonsten, ja, ich fand ihn, von dem, was man da gehört hat oder gesehen hat, doch noch recht annehmbar im Vergleich zu seinen Kindern. Das hat man in, um jetzt mal kurz einen Spin-off aufzugreifen, Darkseid Chronicles. Da wird auch mal kurz Code Veronica angerissen. Dort ist es sogar möglich, eine Videonachricht von Alexander zu finden, indem er einen um Hilfe bittet, dass, seine Kinder zu stoppen. Und sie wieder zur Besinnung zu bringen. Also, okay. Ja, also das macht einem die Ashfords nochmal sympathischer. Also sie haben auch eine positive Seite. Von daher, ja, passt schon. Aber geschichtlich ist Alexander der Versager. Ja, das stimmt. Also, der hat die Familie, also Edward war ja der Wow hier, der ist immer weiter hoch, was Veronika so aufgebaut hat, immer höher und dann Alexander stürzt ab. Und der Alfred und die Alexia sollen das wieder hochbringen, was sie ja dann Gott sei Dank nicht geschafft haben. Er hatte einfach nicht den IQ seines Vaters und war wohl nicht zurück genug. Ja. Ja, wirklich geniale Story, was dahinter steckt. Also kann ich nur zustimmen. Timber hat noch irgendwas hinzuzufügen?
Nö, eigentlich nicht. Wie gesagt, also ich bin da auch nicht so ganz firm drin und auch diese ganzen, ich sag mal, Verschwörungen, die es dann auch so in Resident Evil gibt. Der eine bringt den anderen um und so weiter. Ich steig da teilweise schon gar nicht mehr hinter. Ja, aber, das stimmt. Na gut, anderes Thema. Ja, nö, ich habe da nichts weiter jetzt zuzufügen. In Sachen Verschwörungen wird das, der nächste Resident Evil Teil natürlich nochmal eine Spur härter. Aber bevor wir da anfangen, mache ich eine kurze Pause. Bis gleich. So, und da sind wir schon wieder. Ja, wir sind stehen geblieben bei Resident Evil Zero. Geht's jetzt los? Eigentlich gehörte das ganz an den Anfang, wenn man es genau nimmt. Denn Resident Evil Zero, exklusiv GameCube nach wie vor, erzählt die Geschichte vor Teil 1 in der gleichen Grafik-Engine wie damals das Remake von Teil 1 und meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gut das Spiel. Ich habe es ja auch schon Let's Played. Ja, wer von euch kennt es, wer von euch liebt es oder gibt es auch welche von euch, die es nicht mögen? Ist genauso angsteinflößend wie der erste Teil. Den ersten Remake meinst du? Ja. Ich habe ihn auch gespielt, also, aber es war genauso gruselig. Ja, also ich kann da nur zustimmen, also Zero. Man hat ja als Hauptcharaktere, neu dabei ist Billy Cohen, der war ja bisher noch nicht so, also so ein Ex-Strafhäftling, beziehungsweise ein aktueller Häftling. Und die altbekannte Rebecca Chambers, von mir ehrlich gesagt ein bisschen ein verhasster Charakter, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise mag ich die weiblichen Protagonisten bei Resident Evil. Rebecca Chambers jedoch, boah, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die ist mir ein bisschen zu naiv, zu schwächlich, zu unpassend, ich weiß nicht. Sieht so jung aus und so. Also, wenn Pianist, wenn du fertig bist. Ach, na ja, genug. Geflamed. Geflamed. ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Resident Evil Zero damals angefangen habe oder davon gehört habe und dann mitbekommen habe, man kann Rebecca Chambers spielen, da war ich begeistert. Weil, ja, die kam ja nur kurz, das heißt kurz, aber in Resident Evil 1 hatte sie ja keinen größeren Auftritt, sagen wir mal so. Und da fand ich damals schon schade, dass man die irgendwie nicht spielen konnte oder die nicht ein bisschen mehr dabei kam. Und das hat mich dann sehr gefreut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich mag sie. Nicht so sehr wie Claire, aber ich mag sie auf jeden Fall. Und ja, ich hab's, ja, habe ich ja gerade gesagt, auch gespielt. Und ja, dieses Partnersystem, das war natürlich auch ganz super. Da kommen wir noch drauf, ja. Da kommen wir noch drauf, okay, oh, gut. Ja. Du wolltest jetzt nur wissen, meine Meinung. Ja, also ich fand's wirklich sehr gut. Wo ich es jetzt einordnen würde, das ist auch wieder ganz schwer zu sagen. Aber ja, ich mag mich da echt nicht so richtig entscheiden. Also für mich, ich sag mal so, ich würde es auch so sehen, Resident Evil 2 und Code Veronica sind schon so die besten, aber so die anderen würde ich vielleicht so nebeneinander stellen. Vielleicht Resident Evil 3 noch als das am wenigsten. Ja, so ungefähr vielleicht. Ja. Ja, ich muss zugeben, ich finde Resident Evil Zero, ja, ist für mich der schwächste Teil der klassischen Resident Evil Teile. Ja, Atmosphäre ist gut, klar, aber storytechnisch passiert ja nicht viel. Es ist viel, viel, viel zu viel Leerlauf. Man irrt durch das Haus, ohne dass irgendwas passiert. Nach der Zugfahrt zu Anfang kommt man in einem Haus da an, in dieser Ausbildungsstätte. Und ja, bis zum Finale passiert da kaum was. Also es gibt auch kaum Leute, die man trifft, kaum ja, Interaktionen unter den Charakteren. Und auch das Gameplay, also ich sag nur Item-Ablage, das, ja. Ja, also für mich steht dann noch Teil 3 über Resident Evil Zero. Ja, das da kann ich nur zustimmen. Ich empfinde Resident Evil Zero auch immer so als diese
der Beginn der Resident Evil-Krise, kann man so sagen, weil wir wissen ja genau, wie Capcom dann Schwierigkeit hatte, die Serie irgendwie neu in die moderne Zeit wieder zu integrieren. Und Resident Evil Zero war so ein Zwischending, da hat man das altbackene Gameplay gehabt, wollte es ein bisschen neu erfinden und letztendlich kam halt Resident Evil Zero heraus. Das war nicht so einfach, da kann ich nur zustimmen. Ich fand's interessant, dass man versucht hat, die Vorgeschichte zu erzählen, wobei ich das schon wieder ein bisschen zu weit ausgeholt fand, wenn man jetzt einfach mal Teil 1 betrachtet. Da hätte man jetzt zum Beispiel beim 1er Remake schon ein bisschen vorausdenken können, meiner Meinung nach. Da hätte man vielleicht schon ein bisschen auf die Story von Zero eingehen können, dass das wieder ein bisschen logischer passt. Haben sie aber nicht gemacht, okay. Ansonsten, ja, schwierig. Also dieser Leerlauf, den Slayer meinte, der war definitiv da, das stimmt schon. Und ansonsten ist nicht mein Lieblingsteil, gebe ich zu. Was wahrscheinlich auch an dem etwas verwirrenden Gameplay liegt, auf das wir jetzt kommen, nämlich, wie Twinbird auch schon erwähnte, das Buddy-System. Das Buddy-System, man hat zwei Charaktere, bisher war es ja immer so, man spielt die zwei Charaktere mal abwechselnd oder man darf sich entscheiden, wen man spielt. In Resident Evil Zero war es so, man hat die meiste Zeit seinen Partner an seiner Seite, kann wechseln. Charakter haben auch unterschiedliche Fähigkeiten, sage ich jetzt mal so, im geringsten Maße bei Zero, aber es war schon hier und da ein paar Unterschiede. Ja, und wir nehmen uns noch mit ins Boot das Thema Inventarmanagement. Die Kiste, die von vielen ein bisschen verhasst war, wurde abgeschafft. Dafür wurde was viel Schlimmeres erfunden, nämlich, dass man Items ablegen kann. Naja, ich bin kein Fan davon. Ich fand das Buddy-System an sich ganz in Ordnung. Wobei ich sagen muss, es war ein bisschen stimmungskillend, weil gerade bei so einem Horrorspiel ist es manchmal einfach gruseliger, wenn man alleine unterwegs ist, ohne Buddy. Das gab es bei Zero natürlich auch, aber durchweg war man normalerweise zu zweit unterwegs, fand ich ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen abturnt war das schon. Okay, aber genug von mir, wie fandet ihr das? Buddy-System und Inventarmanagement. Ich fange mal mit Inventar an. Hm? Bin ich darauf? Hau rein. Bitte. Das Ablegen auf dem Boden und die Kameraeinstellungen sind irgendwie kollidiert oder so. Also zum Beispiel der Speiseraum oder was das war. Da hast du was abgelegt und dann zum Beispiel bei deinem Let's Play mit dem Koffer da. Du legst den Koffer da hier und dann findest du ihn nicht mehr. Ne? Dann irrst du da rum und musst auf die Karte gucken, wo liegt denn der jetzt? Und dann musst du da dich so manövrieren und dann... Das war scheiße, ne? Es war furchtbar gemanagt, ja. Du musst es irgendwo hinlegen, wo du es sehen kannst, sonst geht es voll in die Hose. Und dann auch diese Begrenzung pro Karte, nur so und so viele Items. Da kannst du nur 7 oder 8 Items in einen Raum reinlegen und dann musst du in den nächsten retten und Horror. Ja, Horror ist das richtige Wort dafür. Also das war wirklich das, ich glaube, das Schrecklichste, was die jemals in Resident Evil erfunden haben, dieses Item-Ablagesystem. Na gut, man hätte jetzt sagen können, macht doch so, dass man in jedem Raum so viel ablegen kann, wie man will. Bloß das wäre natürlich deswegen technisch nicht machbar gewesen, weil halt die Items auch zu sehen sein müssen. Und wenn da 50, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, 50 Items an einer Stelle liegen, dann ist es natürlich unmöglich. Das geht natürlich nicht. Hätten sie es jetzt so gemacht, dass man die Items ablegt und man hätte dann das Aufhängen gemacht und hätte sich dann aus 50 Items dann per Scroll raussuchen können, welches man nehmen will, dann wäre das wahrscheinlich auch schlecht angekommen, vermute ich mal. Und von daher, ja, ich weiß nicht, was man dann noch hätte anders machen können. Natürlich ein unendliches Inventar, aber das wäre dann auch nicht so wirklich, ich hätte das auch nicht gut gefunden, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil man das ja von Resident Evil eigentlich gewöhnt ist, dass man eben nicht unendlich einpacken kann und das kann man ja selbst in manchen Rollenspielen nicht. Und von daher, ja, haben sie halt was anderes versucht und sind eben
ja, übers Ziel hinausgeschossen oder wie man das auch immer ausdrücken will. Von daher Mist. Aber das Buddy-System an sich, klar, natürlich ist es, wie du schon sagtest, John, ja, Survival-Horror und dann eben eher alleine und so. Aber an sich, das Buddy-System war wirklich schon toll ausgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, von denen und auch dieses Interagieren und der eine kann nur das und die müssen dann zusammenarbeiten. Ich meine, das ist schon in vielen Spielen eine gute Sache und auch da hat das wunderbar funktioniert. Und ich fand's ganz prima, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nö, ich hätte es auch so gelassen. Was ja interessant auch ist, die haben sich ja auch eine ziemlich lange Zeit gelassen für Resident Evil Zero. Das gehört jetzt vielleicht noch nicht in diese Frage hier rein, aber es war ja ursprünglich sogar schon auf dem N64 geplant. Genau. Und ja, und da haben sie dann eben sich Zeit gelassen und das dann eben besser noch umsetzen können. Ob es besser war, weiß ich nicht, weil ich habe die andere Version nie gespielt. Die war wahrscheinlich auch noch nicht fertig, aber das kann Slayer wahrscheinlich mehr sagen, genau. Darf ich kurz was einwerfen, ja? Ja, du darfst auch jetzt machen, ich bin fertig. Ja, also was das gesagt wurde, kann ich mich eigentlich anschließen, Buddy-System ist okay, aber das Item ablegen viel zu umständlich, verursacht nur unnötige Laufwege, aber jetzt hat man zu dem, was du gesagt hast, und zwar, dass es fürs N64 geplant war. Und zwar war das eigentlich erst so, man hat Resident Evil 2, ich glaube 2000 war das, aufs N64 portiert. Mit allem drum und dran, allen Minigames, Cutscenes, Sprachausgabe und so weiter. Und daraufhin hat man erst mit Resident Evil Zero, also mit der Planung begonnen. Aber da die N64-Version von Resident Evil 2 hinter den Erwartungen zurückblieb, also hat die Produktionskosten nicht mehr eingespielt, deswegen hat man das Projekt eingefroren, also gefreezed, und erst im GameCube wieder ausgegraben. Aber in der N64-Version finden sich deutlich Hinweise auf Resident Evil Zero, zum Beispiel einen neuen Bericht von Rebecca, in dem sie über Billy Crone schreibt und solche Sachen. Also, ja. Da kurz Zwischenfrage, in welchem Resident? In Resident Evil 2 jetzt, oder was? Ja. Aha. In der N64-Version von Resident Evil 2 findet man einen Bericht von Rebecca über Billy. Weil sie sagt am Ende ja, dass Billy Crone jetzt offiziell tot ist und ja, den Bericht dazu findet man dann. Das ist ja mal geil. Das ist echt geil. Also die N64-Version gibt zwar nur auf Englisch, aber ja, sie lohnt sich. Das wusste ich nicht. Ich dachte auch nicht, dass da irgendwas geändert. Ich dachte, das wäre nur 1:1 kopiert worden, die Version. Nein, also es gibt auch Beta-Videos von der N64-Version und ja, sah alles auch anders aus. Ihr wisst doch, und jetzt muss ich mal kurz auf Resident Evil 1, auf das PS1-Original umschwenken. Im Intro findet man doch so eine abgetrennte Hand. Oder wird doch so eine abgetrennte Hand aus dem Gras aufgehoben. Mhm. In der N64-Version wollte man das so machen, dass diese Hand Edward, dem Kerl, wo er im Zug durchs Fenster springt, dem hätte diese Hand gehört und dem hätte die Hand da gefehlt. Also man hätte viele Parallelen gefunden und auch noch verknüpfen können. Aber ja, es hat sich halt alles dann erledigt. Schade, ich hätte diese alte Version mal wirklich gern komplett gesehen, aber naja, hat nicht sollen sein. Aber schade, dass sie so Kleinigkeiten, die ja wirklich wertvoll sind, dass sie das nicht auch in den neuen Versionen einfach umgesetzt haben. Ja, schade. Sehr schade. Da könnte ich jetzt zum Beispiel noch einführen, dass das mit der Trevor-Familie vom GameCube-Remake auch vom Resident Evil 1, also im Original schon geplant war und dass sie das wieder raus haben. Mhm. Da gibt es so viel zu sagen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also, ja, man hat viel verworfen, wirklich. Ja, wirklich schade. Also, das klingt echt interessant. Sprachlos. Ja, das verschlägt einem die Sprache, wirklich. Ich wusste ja, dass es fürs Nintendo 64 diese Resi 1 und 2 Sachen auch gab, aber ich war da immer ein bisschen abgeschreckt, weil ich kannte ja diese N64-Technik. Und boah, ich wusste nicht, dass das teilweise so einen exklusiven Content hatte hier. Also, oh ja. Tolle Sache. Ja. Mhm. Naja, schade, dass es letztendlich dann doch so aus. Ja. Dass wir PlayStation-Jünger dann doch ein bisschen leer ausgingen. Naja.
Okay, Resident Evil Zero. Story. Ja, haben wir ja schon abgehakt. Ging ziemlich flach aus, hier und da, großer Leerlauf. Die Geschichte von damals wurde halt nochmal mit diesem James Marcus ein bisschen eingeholt. Einer der Mitgründer von Umbrella. Ja, wollen wir da noch ein paar Worte verlieren darüber, oder? Ja, man hätte viel mehr draus machen können. Das stimmt. War ja. Einer der wichtigsten Männer des Unternehmens, ne? Und Wesker haben sie ja auch wieder mit eingebaut, so hier der... Er musste dabei sein, ja. Der Birkin war ja auch dabei, der wo sein Virus noch... Das sieht man am Ende, wenn sie sich trennen, da, ich muss mein Virus beschützen. Mhm. Das merkt man dann an Teil 2, wo er da so abstirbt. Ja, und Wesker macht sich ja dann auf den Weg zu... nach Raccoon City, zu den... ja... zum Anwesen. Das stimmt, aber mit ja. Markus hätten sie mehr machen müssen, also. Wesentlich mehr, ja. War irgendwie so, ja, tot, fell und der nächste. In der Tat, ja. Nun gut,